Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe jetzt endlich die Lösung. Und zwar eckige Kinder. Ja, ja, Sie haben schon richtig gehört. Keine runden oder ovalen oder flachen. Nein, eckige. Die sind nämlich viel leichter zu stapeln und rollen nicht immer überall herunter. Sie werden ja sicherlich schon gehört haben, dass die Zahl jener Kinder, die immer überall herunterrollen, wieder in einem erschreckenden Maße gestiegen ist. Kaum hat man eines irgendwo abgelegt, schwupps, schon fällt es aus der Rolle und tut sich dabei vielleicht auch noch weh. Und deshalb sage ich, eckige Kinder sind das einzig Wahre. Rationell, pflegeleicht, verpackungsfreundlich und vor allem anständig. Außerdem, so paradox das vielleicht klingt, eckige Kinder können nirgends mehr anecken. Vor allem dann nicht, wenn man sie ordentlich und richtig auf Kante ausrichtet. Dann stehen sie da, Kante an Kante, Ecke an Ecke und rühren sich nicht. Und erst die Platzersparnis bei der Lagerung in Kindergärten, in Schulen oder bei ihnen zu Hause. Und dann noch etwas. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt meines Anliegens. Runde Kinder wachsen viel zu schnell und unkontrolliert. Nach allen Seiten oder nur nach einer? Wie es ihnen halt gerade passt. Und das geht nicht. Das muss aufhören. Das muss wieder in geordnete Bahnen gelenkt werden. Nur eckige Kinder ergeben später einmal zackige Staatsbürger. Solche, die sich einordnen können. Und solche brauchen wir. Nur solche. Außerdem das Runde an sich. Ich meine, das Runde an sich. Das ist ja schon irgendwie suspekt. Kurven und Krümmungen, da weiß man doch schon, was man davon zu halten hat. Das führt dann wieder zu Aufsässigkeit und Widerstand, zu Anarchie oder gar zu Revolution. Es heißt schließlich nicht umsonst, früh krümmt sich, was ein Häkchen werden will. Und solche Häkchen haben wir schon wieder zur Genüge. Und schließlich kann man nicht alles, was aus der Vergangenheit kommt, bitte, ich meine das Wort ganz wertfrei, was aus der Vergangenheit kommt, als schlecht abtun. Es gibt nämlich sozusagen Erkenntnisse, die sind nicht gut für die Menschen und schon gar nicht für Kinder. Und Kinder sind ja auch Menschen. Und außerdem unser höchstes Gut. Und das muss geschützt werden. Das sage ich schon immer. Die Kinder und der edle Wein, die wollen gut gelagert sein. Das möchte ich ganz bewusst so poetisch formulieren dürfen. Auch ein Politiker hat ein Recht auf Poesie. Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.